Mensch, an Telefon bitte. Hallo, ja, sind Sie da? Ach, bitte, gnädige Frau, hören Sie mich an. Ich bin zwar ein Mann, doch ein unverstandener Mann. Und Sie sind bestimmt die Einzige, die mich versteht. Ach, mein Gefühl hat so gar keinen Sinn. Wo soll ich damit hin, wenn ich unverstanden bin? Es ist höchste Zeit, dass dieser Zustand vergeht. Ich habe ein Gefühl dafür, Ihnen geht's genau wie mir. Schenken Sie mir schnell Ihr Herz, denn geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Gnädige Frau, bitte hören Sie mich an. Zur unverstandenen Frau passt nur ein unverstandener Mann. Und das gibt mir Mut, zu fragen, sind Sie mir gut? Hallo, na sowas, jetzt hat sie eingehängt. Ich war sehr verliebt in Lola Krause, telefonierte täglich, werde mein. Schließlich wurde sie schwach, schließlich gab sie nach und sie lud mich öfter zu sich ein. Gestern kam ihr Mann zu früh nach Hause, der sah fast wie Maxe Schmeling aus. Ich war grad krank, was er falsch verstand, jetzt schreibe ich aus dem Krankenhaus. Ach, gnädige Frau, bitte hören Sie mich an. Ich bin zwar ein Mann, doch ein unverstandener Mann. Und Sie sind bestimmt die Einzige, die mich versteht. Ach, mein Gefühl hat so gar keinen Sinn. Wo soll ich damit hin, wenn ich unverstanden bin? Es ist höchste Zeit, dass dieser Zustand vergeht. Na, was es nicht so alles gibt. Mein Freund Hans war so verliebt, dass er gestern in der Nacht sich was ausgedacht, dass ich noch zum Schluss rasch erzählen muss. Pia kam nach Haus des Nachts um vier, da ist etwas Schreckliches passiert. Vor ihr stand ein Mann, sah sie drohend an und der Kerl, der war sogar maskiert. Pia rannte schnell zur offenen Türe, doch der Kerl rief, halt, wo wollen Sie hin? Schreien hat keinen Zweck, denn sonst laufe ich weg, weil ich kein wilder Räuber bin. Ach, stellen Sie sich vor, ich bin ein wilder Räuber, gnädige Frau, bitte hören Sie mich an. Ich bin zwar ein Mann, doch ein unverstandener Mann, und Sie sind bestimmt die Einzige, die mich versteht. Ach, mein Gefühl hat so gar keinen Sinn. Wo soll ich damit hin, wenn ich unverstanden bin? Es ist höchste Zeit, dass dieser Zustand vergeht. Ich habe ein Gefühl dafür, Ihnen geht's genau wie mir. Schenken Sie mir schnell Ihr Herz, denn geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Gnädige Frau, bitte hören Sie mich an. Zur unverstandenen Frau passt nur ein unverstandener Mann. Und das gibt mir Mut, zu fragen, sind Sie mir gut?